Grüß Gott zu den nächsten 10 Minuten No Man's Sky auf Schwäbisch. Wobei ja sicherlich schon gemerkt sind, dass ich meistens immer ein bisschen mehr wie 10 Minuten mache. Ich habe mir hier schon wieder Anzug-Upgrade geholt. Ich habe jetzt Exo-Anzug Platz 27. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Deutlich mehr wie das Raumschiff. Und ich suche immer noch einen Platz, wo ich mein Raumschiff wieder zu mir zurückrufen kann, weil ich einfach nicht da zurücklaufen will. Das sind 10 Minuten entfernt inzwischen schon. Ich laufe jetzt so lange da herum, bis ich so einen Wegmarkierer, so einen Wegpunkt finde, wo ich mein Schiff zurückholen kann. Hallo. Und dann verlassen wir den Planeten und begeben uns weiter auf die Reise zum Zentrum der Galaxie. Aber so lange latschen wir hier halt ein bisschen rum. Held. Au! Was war das? Doppelschaden. Ein bisschen Aluminium mitnehmen. Ja, komm. Mal wieder gucken, was da so drin ist. Ein Gag-Amulett. Yay. Held. Niedrig. Aluminium können wir nochmal mitnehmen. Plutonium, wenn wir es mal wieder sehen, sollten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen mitnehmen. Das ist natürlich praktisch hier. Dann machen wir das gleich wieder voll mit Kohlenstoff. Genauso mein Multiwerkzeug. Lade ich dann auch gleich wieder auf mit Kohlenstoff. Mal wie du. What? Achso. Das dachte ich gerade schon, warum greife die Wächter mir jetzt mal an? Ich bin völlig unschuldig. Und wieder so ein Quatsch. Mal hinter Gott sei Dank zum nächsten. Auch nicht schlecht. Da habe ich schon 50.000 U zurückgelegt. Also ich lege immer Meter zurück, aber in dem Spiel legst du halt U zurück. Weißt du zufällig, aber was das heißt, das U? Units. Ich habe 50.000 Units zurückgelegt. Was war da jetzt Rollerka? Ich meine, ich habe doch schon knapp viel mehr entdeckt als das. Das bringt ja nichts. Naja, egal. Was ist da drin? Platin. Das braucht man doch, das Zeug, gell? Ja, aber wenn ich das zerstöre, dann kommen Wächter. Das muss nicht sein. Da drüben ist eins, da drüben ist eins. Links oder rechts, Leute? Das sei nicht zufällig. Schön, da Hanna. Ah, das ist ein bescheuerter Jetpack, dass du da jetzt dann die gescheit nach oben bewegen kannst. Oh, nur mehr. Wenn das blöde Symbol nicht wäre. Ah, das ist ein Markt, so wie es aussieht. Das könnte ein Markt sein. Eigentlich könnte man hier mal wieder ein Bild machen. Ja, das ist ein schönes Bild, oder? So. Ja, das ist ein Markt und ich brauche gerade einen Markt. Das ist gerade gar nicht so blöd. Das ist gerade ehrlich gesagt gar nicht so blöd. Plutonium nur mitnehmen. Uppa, da. Wo ist mein Markt? Da. Hui. Hui. Ist das was ich entdecken kann? Nein. Ich kenne ja so gut wie alles schon, denke ich mal. Grüß Gott.
Da hinten ist auch nochmal was. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Markt. Abchecken, was man dem verkaufen können. Gegenstände aus dem Inventar verkaufen. Ich würde dir gern verkaufen das da. Mein ganzes Aluminium, das Gag-Amulett. Eigentlich auch die Suspensionsflüssigkeit, aber nee, komm, die Palper. Und das war's eigentlich schon. Und ich habe hier ja jetzt gerade eigentlich nichts, was ich verkaufen will. Boah, leck, ich brauche Zink. Ah, neu brauche ich doch nicht. Das können wir gleich mal hier drin investieren. LSG Auflader. So. Achso, ja, das stimmt, da muss ich noch hin. Das wäre natürlich wieder blöd gewesen, wenn ich da jetzt wieder näher gegangen wäre, so wie schon mal. Selten blöd, wenn dir das passiert. Also, da haben wir jetzt noch eins. Oh. Das habe ich komischerweise jetzt entdeckt sogar. Oh, cool. Also, weil ich das da drüben entdeckt habe, gang ja dann lieber. Jetzt sind wir Monolith. Aber so langsam kotzt es mich schon ein bisschen an, dass ich keinen so einen Wegmarker finde, wo ich mein blödes Schiffle wiederholen kann, weil das ist jetzt langsam ätzend. Wir laufen mal wieder ab in den Weltraum. Ein Loch. Wissensstein. Aber ich will auch mal gern wieder so einem Gag-Typi begegnen, weil ich jetzt halt doch schon recht viele Wörter kann. Okay, ich inspiziere die Oberfläche des Monolithen, als plötzlich eine abgenutzte Silikonklaue nach mir greift. Obwohl sie kaputt und fragmentiert ist, hält sie mich fest, während ein uralter Metallschnabel aus dem lebenden Felsen hervorkommt. Es ruft in einer alten Sprache, unwissend wer oder was ich bin. Oh Mann, jetzt kann ich dem kein Silikat geben, weil ich kein Iridium habe. Das heißt, ich muss jetzt schnell Iridium finden. Ich weiß nicht, ob ich dieses gerade abgebrochen habe. Machen wir jetzt mal einen Screenshot davon, sozusagen. Ob ich es abgebrochen habe. Wo gibt's hier Iridium? Oh. Das nervt jetzt gerade so ganz leicht. Das da könnte... Ich bin mir nicht sicher. Läufst dauerhaft an Iridium vorbei und dann hast du mal Käuse. Das ist halt in meinem Schiff, das herhole Kind. Ich finde es ja sowieso witzig, dass du von deinem Schiff... Das zeige ich schon, der Bohr Iridium, oder? Dass du von deinem Anzug zu deinem Schiff was transportiere kannst. Oh cool, das kann ich dann. Das ist geschickt, da kann man auf jeden Fall dann, ne? Aber jetzt brauchen wir erstmal Iridium. Ich vermute mal, dass das der Triebe welches ist. Aber hier so im Umfeld sehe ich jetzt nicht wirklich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also, dann kann man bestimmt auch noch. Da hätte ich jetzt echt nicht runterfallen dürfen, sonst wäre ich mächtig am Arsch gewesen. Kupfer. Au. Das ist natürlich nicht das, was ich brauche. Sieht mal 10 Iridium. Vielleicht sind die es mir angewöhnt, dass ich doch ein bisschen Iridium mit dabei habe. Das da ist Iridium. Komm, das ist Iridium. Ja, also.
laden wir das mal schön auf. Wenn wir es nämlich schon dabei haben, dann mache ich auch immer gleich die ganze Ladung voll, weil dann lohnt sich wenigstens auch. Oh. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn die da jetzt nicht mehr nachgeht. Low Forest. Oh oh. Aha. Oh, da geht's ziemlich weit nander. wo ist es denn? Oh oh. Ah, hier. Steht ein kleiner Ding da, nicht nur für das Chatpacket aktiv ist. Oh, ich kann es nochmal benutzen. Juhu! Wehe, du willst es was anderes. Ich sag das. Ha, hier. Weil er sagt ja Hilfe, geben Sie die Karte. Und das ist ein Syndikat, das Iridium. Das müsste also das Richtige sein. Löst Ihren Griff und schnappt sich mein Geschenk. Möglicherweise habe ich ein uraltes, böses, friedlich gestimmt. Ach, ein uraltes, böses, russischen Frieden. Und Gigantien verbessert sich. So, ab nach da drüben. Juhu, ein Gigrelikt. Was für ein Quark. Ja. Hm? Kenn ich nur mit Eier. Kenn aus die Eier. Na, der die gleich aussage, ist diese Folge rum. Die laufen noch schön, ne? Das dürfte dann euch nur kurz wieder ne? Lauf und Speicher, juhu. Oder ihr sagt euch einfach gleich leck mir im Arsch und guckt das nächste Video an, wenn es denn schon draußen ist. Ah, und jawohl, endlich. Also, somit kann ich schon mal ankündigen für die nächste Folge. Komm, das vergesse ich, wenn ich die nächste Folge dann zum Gange. Aber somit kann ich schon mal für die nächste Folge ankündigen, dass mir diesen Planeten verlassen werdet und uns wieder ins Weltall begebet und dort, ja, wieder uns in die Galaxie stürzen, ins Zentrum der Galaxie, gucken, was geht. Unbegangene Kontakt kann man natürlich dann auch noch schön. Nein. So, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.